Achso, ich muss ja hier noch was abbauen. Hallo und wieder recht herzlich willkommen zu einer neuen, wahnsinnigen, fantastischen Superaufnahme mit den Fallout Stimme weg Legends. Wir haben heute im Team SPAG die Cassidy, die First Lady des Weißen Hauses. Hallo. Dann haben wir die in schwere Kämpfe verwickelte Ingrid 5-0. Hallöchen. Dann haben wir die Maria dabei heute. Hallo. Dann haben wir haben wir noch ein Mädchen dabei. Achso, den Stick 01 haben wir dabei. Moin, moin. Den Captain Siki. Guten Abend. Hallo. Tom C. Weber. Hallo. Hallo. Dankeschön. Den Morlock. Moin. Den Fire Warrior. Hallo. Den Amamuro. Na, wenn die sind siamesische Zwillinge, schau her. Und ein Gaststar, den Walking Dead, haben wir noch dabei heute. Hi. Und Dogmeat. Dogmeat ist auch dabei heute. With? Was machen wir heute? Die Frage stellt sich jedes Mal und ich stelle sie mir auch mal selber. Wie gesagt, es ist ab einem gewissen Alter, ich bin ja nur auch schon 99, sehr schwierig. Also, wir machen natürlich wieder Film, wir machen wieder Making-of. Im Moment bin ich gerade dabei, zum Filmset zu gelangen, aber irgendwie können die mich hier nicht ab, die ganzen Statisten. Ich verstehe gar nicht, warum. Ich bin hier bloß der Regisseur. Bezahlung! Meinst du da, wie die Statisten, die hier rumlaufen? Was, wieso, die können doch froh sein, dass wir hier einen Film drehen in ihrer Stadt. Ich will meine Drogen. Das kann sein. Nein, bei uns gibt es keine Drogen, liebe Kinder. Oh. Drogen sind schädlich. Keine Drogen nehmen. Bärenmentats? Die ja. Er hatte eine Teedroge gemeint. Und in der Kamera sehe ich dann noch den Neo. Hallo Neo. Hallo. In der Hoffnung, dass er irgendwann mal wieder unseren wahnsinnig fantastischen Making-ofs beiwohnen wird. Hm, wo seid ihr? Tom C. Weber, wir sind hier. Pass auf, ich zeig dir mal. Pass auf, hier. Tom, hier sind wir, Tom. Guck mal, hier. Hast du gesehen? In der Nähe vom rostigen Pickel. Ich spring gerade hoch. Erzähl ihm nicht so einen Quatsch, der glaubt das noch. Jetzt. Wir sind natürlich nicht beim rostigen Pickel. In der Nähe. Da, wo springen? Geht ja nicht. Boah, sind noch ein paar Kilometer bis dahin. Da muss er noch einen Bus fahren. Da muss er einen Fahrschein lösen. Das sind doch die gerne in der Nähe. Und wenn er auf der Karte kickt, dann sieht er uns ja. Also Tom, pass auf. Hier ist auch eine Bushaltestelle. Wenn du hier rauskommst, dann empfangen wir dich. Wer kommt alle her? Ich habe die Linie 5 genommen. Ne? Gut, Tom C. kommt gleich. Kommt hier. Lass uns alle unterstellen, wenn Tom C. kommt hier, damit er uns gleich sieht. Stellt ihr euch erstmal hier in die Bushaltestelle und kommt von der Straße runter. Mein Gott, wenn der Bus jetzt gleich kommt. Guckt euch mal unsere vorbildliche First Lady an. Du siehst heute sehr attraktiv aus. Jedenfalls, ich muss so lange sprechen, wie meine Stimme noch. Ach, guckt ihr mal die Kleinsten an da wieder. Sie spielen wieder mit ihren Power-Rüstungen rum. Enklave! So, Tom, bist du jetzt da oder was? Guck mal, Tom, komm. Ich höre was, ich komm, sehe Tom. Aber ohne Bademann. Ja, ich hab den Bus gekriegt. Einwandfrei, unser Tom hat unseren Bus gekriegt, yeah! Heavy Nation. Sag jetzt nicht, dass du da hinten sitzen kannst. Der kann da hinten sitzen. Alles klar. Na, Oma? Geht's na, gut? Na, können Sie mir mal bitte hochhelfen? Na klar. Bitte sehr. Selber ach, Sie sind ein Gentleman. Ach, sind Sie ein netter junger Mann. Sie sehen so gut aus. Oh Gott. Ach, wenn ich noch jung wäre, dann würde ich mich glatt in ihn verlieben. Ich wirklich? Ich? Alte Schachtel. So, Alter. Alte Schachtel. Hey, alter Busbudenpenner. Was ist hier los? Boah. Was ist los? Ach, die Powerrüstung kam nicht rein. Oh. Ja, ich glaube, die Tastatur geht langsam am Arsch.
Nur sag jetzt nicht, dass du heute Pech hast hier. Gut, alle ihre wahnsinnige Bewaffnung dabei, ich auch. Wir üben das. Also heute ist wirklich. Ne? Der Po offen? Ja. Heute oh, ist. Dem ziehen wir weg. Heute das, was wir heute in den Kasten nehmen, das wird gleich aufgenommen, klar. Kriegen wir die noch weg hier? Ja, ne? Moloch. Hast du irgendwas mit deinem Auge gemacht? Ja, ich hab's versehen reingeschossen, tut mir leid. Ich meine das linke Auge. Gut. Ingrid, alles klar. Gut. Ich stelle mich nur auf meinen Platz. Du warst so dicht vor meinem Gesicht. Da. Das war. Wo ist die alte Schachtel hier? Ach hier, hallo. Achso. Oh, jetzt sage ich nichts mehr, alte Schachtel. Die hatten 50er dabei. Sag mal, Erik, mal ganz ohne Quatsch. Dass die Nähmaschine ist. Bleib mal stehen, so wie du bist. Das glaube ich ja jetzt wohl nicht, ne? Den Teddy-Rucksack? Echt jetzt? Ja, schon lange. Den Bimbo-Rucksack? Echt jetzt? Schon lange. Ich hab den hoch, hallo. Wa? Aufnahme. Ich hab den hoch, wa? Gorilla-Rucksack. Thomas. Hier, schau mal. La, echt la, jetzt? La, la. Thomas. Ja. Bitte deine richtige Kappe auf. Nö. Thomas. Okay. Diese Widersprüche immer. Mann, Mann. Ich hab die aber nicht dabei. Ja. Ich muss ja irgendwie die Kinder auch berühren, die ich muss verarzten. Na klar, natürlich. Kann ja nicht jeder ein Funkgerät tragen. Wo oder ist ein denn T-Shirt, wo draufsteht, Fallout Legend 66. Amamuro? Ich muss noch ein Stück nach hinten, wo Feuerwehr steht. Weiter. Ach, da steht er. So, wir müssen ja jetzt dazwischen. So. So, zwei Powerrüstungen. Thomas an die linke Seite. Cassie, das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus, Erik, das sieht auch gut aus. Nee, das sieht gut aus. Mal den Grabstein weg. Ey, Tom, du darfst nicht in die Hocke gehen, weil du dann unsichtbar bist, Tom. Das ist Mist. Ja. Und gleich die Raute-Taste drücken alle, dass wir langsam laufen. Nur kurz antippen, gell? Naja, richtig. Genau, Ingrid. Genau. Genau. Wo ist Maria und so? Maria? Ist noch unten bei der Brandbestenkönigin. Ach, ist sie noch nicht, immer weg. Ach, ist sie noch nicht tot? Nee. Nee, immer noch nicht. Na gut, dann warten wir noch so lange auf Maria und da, okay. Ne, ess ich noch ein paar Steaks. Ja, ess mal noch ein paar Steaks. Noch ein Eieromelette. Jetzt noch ein Steak. Ein bisschen Happensteak. Sushi. Bisschen Hirn. Nochmal ein Steak. Drei Flaschen Bourbon. Jetzt bin ich alkoholabhängig. Mögen Sie Rose kaufen? Nö. Rose? Rose für Frau? Frau, glücklich? Lachen? Kuchen? Verschwinde, du alte Schachtel. Möchte eine Rose kaufen? Bade. So, wir haben alle Aufstellung genommen. Da hinten fehlt eine Powerrüstung da hinten. Oh. Der Schwierigkeitsgrad ist wieder alt. Das ist echt, dass du noch Klassenfahrt bist. Ich dachte, wir würden noch warten. Hätte ich mir noch ein Adeptol reingefunden. Aber scheißegal, ich bin ja betrunken. Ich kann mich kaputt. So. Erzähl mal einen Witz jetzt hier, so lange. Der kürzeste Witz der Welt, Schmückwitz. Bitte was? Schmückwitz. Ich glaube, bei ihm ist der Grenzhahn kaputt. Kenn ich nicht. Maria, when the queen is down, you come to the film set in Charleston. 2 minutes and I come to your camp. In Charleston, und zwar Capitol Building.
Join to me, join to me. Ah, okay. Okay, yes. Oh. Nachher, das Ding, ja, das hätten wir gebrauchen können. Oh, nee. Neo, komm mal her, reparier das Auto wieder. Wir brauchen ein Auto, was explodieren kann. Mann. It was very hard to kill this hardened queen. Yes. Schreckenscherzhaft, er hat ein Ende gefunden. Ah, okay. Und ich habe Durst und verhungere ich. Wir verdursten ja alle. Ich rauche noch eine, okay? Nimm die Überlebensspritze. Habe ich schon. Danke, Cassie. Du bist einfach zu gut zu mir. Was ist denn das bitte schon? Zwei Sterne Brandbestie noch haben wir. Bauplan Mistgabel Flammenwerfer. Mhm. Kennst du ja nicht? Ich weiß nur, dass das Ding nachher glüht, ne? Mhm, genau. Zwei. Oh Gott. Ich stehe schon in Bereitschaft hier. Ich finde diese Posen, die müsste man auch ohne Fotomodus einnehmen können. Da müsste es eine Möglichkeit geben, also zu diesen Emojis, also wenn man an diesem Mausrad dreht, dass man diese Posen auch so einnehmen kann. Oh, das wäre cool. Ne? Also dass man nicht mehr in den Fotomodus geht, sondern dass du wirklich so einen Favoriten machen kannst und dann... Zack und steh. Ich finde das nämlich gar nicht genau, Erik. Man, das könnte, ne? Das wäre doch cool. Jo. Tom, bei dir sah das eben aus, als wenn dir einer deine AK geklaut hat. Ja, du hattest nichts mehr in der Hand gehabt plötzlich. Wer? Konfetti! Am Filmset. So, ich habe jetzt mal ein Foto geschossen, Beweisfoto. Damit mir das auch einer glaubt, dass hier unsere Schwester Stick am Boden liegt. Die haben wir fertig gemacht. Gestolpert. Guck mal hier, Tom Zwiebel. Wow. Ah. Au, 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 au. Oh, Alter, Falter. Ich stampf's dir mal kurz ein hier, wa? Stampf's dir mal ruhig kurz ein, da, der Teil da. Cassie sieht richtig... Wow, aus. Ja, guck mal. Abgehoben. Foto. Ich habe Beweisfotos gemacht. Nur damit scheint was, Erik. Keine Chance mehr. Ingrid ist die Einzige, die vernünftig ist. Dafür bin ich zu spät gekommen. So, wen haben wir jetzt da? Tarocca ist da. Okay. So, Tarocca haben wir da. Maria? Maria ist okay. Okay, alles klar, ready. Oh, Maria! Maria, muss mal in die Powerrüstung einsteigen. Moment. Thomas, hast du eine 50er? Ich hab eine 50er. Okay, die müssen wir nämlich jetzt alle haben. Boah, dann sag doch das gleiche, Mensch. Ja, hab ich doch gerade. Das stimmt aber. Ich hab's aber vorhin schon zu Morlock gesagt, wenn du zu hättest. Maria, you have yes? Very, you have very long legs. You have to get into the power armor briefly and... then leave it again. It is a bug. Ah, okay, wait. Hey! Und, ja, was ist das? Tarocca hat hier aber auch bei... Oh, da, Tarocca auch. Maria, Tarocca, genau.
Ja, richtig. Guck. Ja, richtig. Guck, jetzt das geht. Now it's okay. Daniele Tu, ne? Daniele Tu, Maria. Okay, okay. Er hat richtig lange Drähte da gesagt. Also ihr habt das nicht gesehen, ne? Nein. Nee, bei mir sind die normal. Bei mir sind die auch normal. Also die Waffe, ja, bloß ich nehme es ja auf nachher, wenn wir das machen und das wirkt dann. Bei mir zieht sich die Waffe wie so eine Leitung zur Powerrüstung hin, als wenn du so ein funkferngesteuertes Kabel da dran hast. Aha. Und dann zerlegt sich das. So, ist ready, ist okay. Okay. So. Gut, zwei Powerrüstungen da hinten raus. Alle bereit? Domsi Weber fehlt. Ja, ich bin gleich da. Kevin! Kevin! Ja, ich bin gleich da. Mann! Wenn ich das dem Alpha erzähle. Und wie viel sind wir heute? Wir sind heute 13, das haut hin, das geht gut. Ich müsste mal Neo, kannst du mal kurz einen Ventilator bei mir anmachen, bitte? Ja. Danke. Das darf ich hier gut, Mann. Oh. Neo, du musst nachher das Filmset wieder aufräumen, ne, wenn du schon nicht mitmarschierst, das weißt du, ne? Scheinwerfer abbauen, die Kabel zusammenwickeln und so weiter, ne? So, ich mach das heute, ne? Macht's gut, viel Spaß noch. Sigi! Ich dachte, du bist auch hier! Oh! Mann! Tschüss, Sigi! Okay, haben wir jetzt Tomsi Weber da? Ja, gleich. Ich hab meinen Kut nicht mehr. Egal. Ja. Dann, so dann setz deine Gasmaske auf, Mann, wenn es jetzt komm. Ich weiß gar nicht, meine ganzen Hilfe, Klamotten. Hilfe. Es gibt keine Steaks. Ingrid. Cassie, habe ich jetzt meine Waffe so vorne vom Bauch so runterhängen? Ja. Weil das ist gut, das könnt ihr eigentlich, das müsst ihr auch auf Kommando machen können, das ist gut. So, Enklave ist da, Ingrid ist da, die Herzchentruppe ist da. Ich bin auch da. Wo bist du denn? Da hinten. Ah, da ist Tomsi Weber, alles klar. Gut, Tom, kannst deine Uhr wegstecken. Lass uns loslegen. Also. Aufnahme. Die Truppe begibt sich durch die Stadt. Wird nachher auf dem Rückweg beschossen. Das heißt, Ammo, du weißt, worum es geht. Ne? Du musst nachher kurz, wir machen dann Schnitt, dann wie gestern. Dann gehst du hin, dann begrüßen wir uns beide. Machen diese ganze Geschichte mit den Geschäften. Da bauen wir noch wieder eine extra Sache ein. Und dann gehen wir zurück. Und dann müssen sich 2, 3, 4, also nicht mehr wie 4, auf die Dächer begeben, auf uns schießen. Hat denn wenigstens einer jetzt mal einen Raketenwerfer dabei? Ja, hab ich. Ich bin glücklich. Gut. Jesknom, wir warten noch auf Achim. Ah! Nein, doch, wir brauchen so viel. Je mehr Leute, desto besser. Wie wünsche ich mir manchmal so ein Heulen? So, sorry, Maria. Von what? Bleibst du bitte in einer Reihe mit Morlock und mir? It's about to start, Maria. Okay, Jesknom, Achim. Hallo, guten Abend. Achim, kannst du in Kampfuniform jetzt direkt zu mir joinen, dann können wir nämlich mit dieser Szene beginnen, wo wir hier durch die City gehen, durch die Stadt gehen. Muss mal gucken, ob ich eine Badehose an habe. Ja, habe ich so ähnlich, habe ich was an, ja. Alles klar, na, du siehst ja mal aus wie so ein alter Veteran. Na, sag ich doch. Ja, dann kommst, joinst du bitte nach Capitol Building, einfach zu mir kommen, Achim, ja? Und dann geht los, dann sind wir gleich wieder ein paar mehr Leute, das fetzt dann noch viel mehr. Dann haben wir die Szene nämlich heute richtig im Kasten. Wir sind auch schon bei 19 Minuten. Liebe Zuschauer, ihr habt alles gesehen, nur nicht das, was spannend ist. Und ja. Es kommt gleich. Jetzt geht's gleich los. Geht gleich los, Leute. Habt Geduld. Danke, dass ihr so lange geschaut habt. Das kommt dabei raus, wenn man bloß immer den Anfang des Videos sieht. Die besten Stellen kommen immer zum Schluss. Sind wir schon da? Ruhe. Im Hintergrund, Ruhe. Schmeißt einer mal die alte Schachtel raus. Ich muss mal. Na, jetzt auch nicht. Siebenstein. Ach, Siebenstein ist ja gar nicht da. Hey. Ich ein Eis. Schmeiß doch mal einer die alte Schachtel raus. Okay. Setz dich da hinten wieder auf die Parkbank. Gut.
Achim, bist du unterwegs? Ich reise, ja. Wir warten hier alle schon. Ne? Worum es geht, weißt du, ne? Also alle in der Gruppe. Ja. Hast du das Video schon mal angucken können? Nee, bestimmt noch nicht, ne? Nein. Gut, pass auf. Einfach mitmarschieren. Welche vier von euch würden sich nachher auf die, also links und rechts, auf die Häuser begeben? Ich brauche einen Schützen, der von unten mit einem Raketenwerfer auf die Häuserflächen schießt, auf die Häuserfronten schießt. Der muss unten bleiben. Das macht der Stick. Genau, der Rest, zwei Leute, begeben sich links und rechts auf die Häuser und feuern. Ja. Wer macht das? Damit ich gleich Bescheid weiß, wer nachher, wenn ich umdrehe, mit Ammo im Geschäft bin, verschwinden diese beiden schon auf die Häuserdächer. Einfach hier oben rauf, oder wie? Hier einfach oben, ja, auf die Dächer oben rauf. Aber erst, wenn wir hinten am LKW angekommen sind und ich mit Ammo im Gespräch bin, sozusagen, dann hauen die vier Leute ab, zwei links, zwei rechts in Feuer. Und Erik hat die Aufgabe, mit dem Raketenwerfer auf die Häuserfronten zu schießen. Ihr könnt ruhig auf uns feuern. Ihr habt alle im Pazifistenmodus drin? Yes, Gnome, hier. Achim ist doch hier. Ja. So, Achim, alles klar, habt ihr alle verstanden? Ja. Kommst du mit in die Mitte, Achim? Da gehe ich mal aufs Dach mit. So, welche vier sind das jetzt, die links und rechts auf die Häuser verschwinden? Wer ist das? Einmal Morlock. Ja, Morlock. Ich gehe auch aufs Dach. Ingrid. Hallo. Wer noch? Zwei Leute brauchen noch, zwei Stück noch. Ich dachte, Stick? Nein, Stick. Nee, Erik, bleiben Erik, Erik, Erik hat einen Raketenwerfer. Also drei, jetzt noch einer. Ja, wir müssen ja unten bleiben, Fire Warrior. Ach so, stimmt ja, wegen den Rüstungen. Ja, wir müssen unten bleiben. Ich gehe nicht mit aufs Dach. Du gehst Thomas, nicht mit aufs Dach. Aufs Dach? Tom C. Weber, du gehst aufs Dach und schießt auf die Gruppe. Auf uns. Ja, okay? Ach, ja. Jessica, du musst vor uns sein, nicht dazwischen. Genau. Du musst zwischen Thomas und Morlock, genau. Hast du eine 50er? Ich habe einen 50er, ja, aber keine Munition dafür. Ich habe eine 60er, ist aber egal. Okay. Gut, alles klar, dann machen wir das so. Also drei reichen auch. Gut, ab geht's. Und gehen. Und gehen. Gehmodus, Gangmodus, Achim, ne? Ja, Raut, ja, alles klar, ja, gut. Ja, ab geht's. Ja. Vorwärts. Wir starten. Jetzt, ich sag dann, wenn es losgeht. Aufnahme, die Truppe geht durch die City, die beiden Powerrüstungen, die gehen hinter, die sichern auch nachher, die dürfen nachher auch ganz kurz seitlich vorbeigehen. Ab geht's. Und ihr dürft ein bisschen dichter aufschließen. So. Start. Mir kommt das hier nicht geheuer vor. Jetzt ist alles ruhig. Achtet auf die Fenster. Und keiner schießt ohne mein Kommando. Richtig, Stabschef. Verdächtig ruhig hier, muss ich sagen. Ja, das ist mir bald zu ruhig hier. Cut! Okay, jetzt Ammo von vorne mit einer Truppe in Zivilklamotten jetzt. Also schnell irgendwas umziehen. Also natürlich keine Badeanzüge oder sowas, ne? So, Erik begleitet mich. Beziehungsweise Cassie. So, soll noch irgendwo die Power-Rüstung nur zu dritt. Mit vorbei? Der Rest, okay. Ja, die Power-Rüstung kommt jetzt vorbei. Nachher, wenn ich sage, wenn wir weitermachen. Also an euch vorbei, ja? Ja, wenn ich das sage, die starten und dann, wie gesagt, wird der nachher gefeuert. So, Ammo ist da vorne. Ich brauche noch ein, zwei, die sich schnell in Zivil ausziehen. Also schnell in Zivil sind da. Apropos Hände schüttelnmäßig, emo-technisch, was wäre da am besten, ist die nächste Frage. Na, weiß ich jetzt. Morlock? Weiß ich jetzt gar nicht. Morlock,
Ja. Das ist rechts auf das Haus, ne? Hier, das blaue. Ja, so viele Leute haben wir ja nicht, wenn er hier auch noch... Wir gehen da auf das Haus. Das haben wir eben besprochen, wir müssen von oben schießen. Okay? Ne, ich hab einen Emote. Warte mal, das war der falsche. Warte mal, wo ist der? Wo war denn der? Der ist blöd. Wann ist er nochmal auf die Dächer gehen? Ihr könnt schon verschwinden. Hier, das haut hin. Okay. Hier, dieses Emoji mit diesem, hast du das mit dieser Lunchbox, was man zeigt? Ja, genau. Bitte. So, wir bleiben hier stehen. Wir gehen dann vor. Cassie, du bleibst da stehen, ich komme jetzt hin. Achtung, Zuschauer. Hallo. Hab's denn? So, ihr geht auf die Dächer. Ich komme auch nicht hoch, bitte. Wie bin ich denn letztens hier hochgekommen, Mensch? So, ich stecke meine Waffe jetzt weg. Ihr beiden haltet die Waffe in Vorhalte. Die Powerrüstung, wenn ich jetzt Start sage, gehen ganz kurz. Eine Powerrüstung haben wir jetzt noch, ne? Mhm. Geht ganz kurz vorbei. Die müssen aber dabei bleiben, weil wir nachher feuern. Erik, du Raketenwerfer nachher, ne? Ja. Ich gehe jetzt mit Ammo erstmal kurz das Geschäftliche besprechen. Da schneiden wir nachher alles zusammen. Okay. Wenn ihr auf den Dächern seid, ihr verschwunden? Auch? Wunderbar. Ja, ich bin auch auf dem Dach. Alles klar, gut. Alles bereit? Gut. Passt. Gut, dann Aufnahme, Handshake und Impfpaketeübergabe, Medikamenteübergabe. Jetzt Start. So, da vorne ist er. Und schön aufpassen, Leute. Die Fensterfronten, das sieht mir nicht geheuer aus. Also, aber ruhig bleiben. Hallo. Ihr habt ziemlich lange gebraucht. Ja, das ist ja hier auch alles nicht ganz geheuer. Ach, wie du siehst. Ich zitiere schon wieder. So, wir haben Impfstoffe und wir haben Verpflegung für euch. Das ist gut. Was habt ihr mit dem LKW gemacht? Da waren doch auch eine Lieferung von uns drauf gewesen. Ja, der war. Das waren nicht wir, sondern die lagen. Der stand hier schon so zertrümmert oder so. Okay. Abgestellt. Da wir ja durch gewisse Drohnen etc., sag ich mal, komplette Stadt zerstört ist, ist das unsere einzige Nahrungsquelle. Alles andere wurde ja zerstört. Die Drohnenpiloten, euch. Diese Weicheier. Nichts gegen dich, mein Freund. Okay. Dann übergeben wir euch die Lieferung hier und verteilt sie vernünftig an eure Leute. Haben wir verstanden? Das werden wir tun. Dann hier. Danke, dann einen schönen Rückweg. Wir werden aufpassen. Cut! Rückzug! Und jetzt umdrehen. Waffen raus, die Fronten im Auge haben. Was, Ammo, du drehst, ziehst sie wieder um und machst wieder mit, ne? Wo ich schon die Powerrüstung steige. Weiß ich doch. Das wird ja wieder eine Bastelei werden. War das okay mit dem Vorbeilaufen? Ja, sehr gut sogar. Wir schießen wann? Wenn wir jetzt unter euch durchgehen, ballert ihr schon. Das, okay. Also ihr könnt einfach aus eigenem, also ich sage dann Start, dann gehen wir ein Stück, ihr lasst uns ein paar Meter rein gehen und dann könnt ihr schon auf uns schießen. Okay. Ja, ich würde sagen, an dem Unterstand da vorne ab, da könnt ihr ja anfangen zu schießen. Ja. Ich bin erstmal gerade mal raus. Bei der Busbude meinst du? Ab der Bushaltestelle. Ja, genau, da vorne. Alles klar. Wer ist jetzt gegangen? Ben. Alles klar, Ben. Okay. Also, alles bereit? Eins hätte ich noch. Wollen wir auch einen kaputten Roboter reinpacken oder nicht? Hä? Nein, aber ja, Schrott. Einen kaputten Roboter? Ja, das heißt dann quasi eine Powerrüstung stehen lassen. Das können wir machen, ja. Kriegst du das hin? Ja. Ja, natürlich, du musst nur dann mal kurz. Stick! Wäre das für dich in Ordnung, wenn du bei dem blauen Dach da oben rauf gehst? Mal ganz kurz mit deinem Raketenwerfer. Auf dem blauen Dach? Ja, da wo Morlock steht. Steht da Morlock? Ja, dann da, wo Morlock steht. Und dann? Erik, brauche ich aber nach hier unten. Kurz?
Weil ich glaube, einen Zeit da reicht auch, da reicht vollkommen. So, ich würde dir hier so die beiden Power-Rüstungen so, wir gehen vor und du knallst mir eine. Da musst du aber einen Cut reinmachen, ganz dann danach. Weil ich Erik wieder unten brauche. Ja, genau. Denn ich brauche. Er knallt mir eine rein mit den Raketenwerfer. Ich steig aus, lass die Power-Rüstung stehen. Perfekt, ich bin begeistert. Damit bin ich absolut einverstanden. Am besten, wenn man, wenn man, wie gesagt, an der Bushaltestelle vorbeigelaufen ist, weil es ist ja dann in dem Sinne ein Hinterhalt. Ja, genau, ist okay. Ja, mit... Es geht darum, soweit er mich eine Rakete reingeflogen ist, du siehst, das macht Boom, muss ja? Cut rein. Ist okay. Also, wir gehen vor und dann schneide ich das an dieser Stelle. Jupp. Buddy disconnected from your channel. Wer ist das jetzt gegangen? Neo. Alles klar, Neo. Bye. Ihr seid doch jetzt die Amerikaner, ne? Ja. Gut. So. Ingrid, denk dran, gleich beschimpfen, ne? Was? Ich soll ja beschimpfen? Ich schieße. Nein. Da können mir meine Stimme noch nicht hören. Scheiß Amis oder sowas. So, weiter geht's. Fucking Amis. Also Start. Die Aufnahme. Wir gehen durch die City. Geht noch nicht los. Warte, Moment.